Steht die Hinterbliebenenrente nur Ehefrauen zu? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Auch hier ganz kurz und knapp, ich habe eine Anfrage bekommen zum Thema Witwen- oder Witwenrente und da schreibt mir ein besorgter Ehegatte, dass es seiner Frau sehr, sehr schlecht geht und die bald sterben wird, wahrscheinlich bald sterben wird und er nun Angst hat, dass er dann alleine dasteht, das ist manchmal leider dann so, und zum anderen dann auch finanziell ziemlich arg gebeutelt ist, weil seine Altersrente deutlich geringer ist als die Rente seiner Frau. Und er fragt jetzt an, ob er denn Anspruch auf eine hinterbliebenen Rente hat. Er ist mit seiner Frau schon viele, viele Jahre verheiratet. Und er hat irgendwo gelesen, dass es die hinterbliebenen Rente wohl nur für Witwen gibt. Nein, meine Damen und Herren, es gibt schon seit vielen Jahren, also ich weiß gar nicht mehr, wann das her ist, gab es eine Reform des hinterbliebenen Rentenrechts. Und da war es ganz einfach so, dass seit dieser Reform, das ist glaube ich schon 30 Jahre her, es grundsätzlich auch für Witwer, also für Ehegatten, eine hinterbliebenen Rente, eine Witwerrente geben kann. Voraussetzung ist, dass die Ehe mindestens ein Jahr gehalten hat und die verstorbene Versicherte 5 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hat oder Beitragszeiten vorliegen. Also das dürfte in unserem Fall nicht das Problem sein, sodass ich also hier unseren Mandanten beruhigen kann und sagen kann, machen Sie sich bitte deswegen keine Sorgen, sondern sehen Sie zu, dass Sie die Zeit, die Ihnen noch bleibt, mit Ihrer Frau gut verbringen und dann, wenn der Tod vielleicht doch eingetreten sein soll, was wir nicht hoffen, dass Sie dann hier einen entsprechenden Antrag auf das Sterbequartal oder den Sterbevorschuss stellen, denn die Versicherte oder die Ehefrau unseres Mandanten oder des Anfragenden bezieht ja schon eine Altersrente, sodass er dann relativ schnell an sein Geld kommt. Ich habe noch darauf hingewiesen oder ich weise noch darauf hin, Sterbequartalsvorschuss bitte innerhalb eines Monats nach dem Tode des versicherten Ehegatten stellen, der schon eine Rente bezieht, und zwar beim Postrentenservice. Da gibt es entsprechende Vordrucke, da trägt man was ein, nimmt die Sterbeurkunde mit und auch die entsprechenden Unterlagen, also die Daten des Rentenbezugs des Verstorbenen, und dann wird eigentlich im Regelfall relativ schnell das Geld ausgezahlt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.